So, unter mit Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, zu einem weiteren mega spannenden Part hier bei Inazuma Eleven Ultimate. Und heute sind wir bei dem vorletzten Match bei Steve Grimes Amateurtour angelangt und vertreten wir gegen die Amateurmannschaft, die wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht ist, Team Delta an. Im Reimerstadion mit Team Level 26. Da habe ich doch Bock drauf. Und soweit ich noch weiß, war Team Delta. Ich weiß nicht jetzt ganz genau, ich glaube, da war entweder Alpha oder Beta oder Gamma dabei. Glaube ich mal. Oder Delta. Das gibt auch Delta auch noch als Charakter. Soweit ich noch weiß. Aber guck mal rein. So, wieder mal unser eigenes Team. Iskala. Touchpen ist wie immer ready. Und wir legen los. Ultimate vs. Team Delta mit 26. Wieder mal mit einem geilen Song. Ja, klingt wieder mal ganz cool. So, gucken wir uns das mal an. Hier ist kein Delta dabei. Aber ein komischer Karottenkopf. Der macht sich besser. So, wir gucken einmal. So, um die Attacke von der Almighty Face. Als Aufstellung. Sehr ungewöhnliche Aufstellung auch. Aber mal gucken. So, vorne links im Sturm haben wir Isaac Celis. Oder Celis. Seine Frisur soll er von der Masse abgeben. Ist aber mega aufwendig. Sieht doch gar nicht schön aus. Bei der Mitte Firebird, der Name passt super. Phoenix Sausas. Seine majestätischen Sprünge bringen jeden Zuschauer zum Staunen. Dann vorne rechts Len Graves. Kunst ist sein Lieblingsfach und Bildhauer sein Traumberuf. Len Gray. Leben. Grau. Ne, da klingt relativ wenig bei mir. Zulu, bekannt für seine meisterliche, fast magnetische Fußarbeit. Gibt es bei Star Trek jemand, der Zulu heißt? Ich glaube schon. Habe ich null angeguckt, das Zeug. Spikey, passender Name. Dieser muntere Dupli von Faye steckt täglich Stunden seine Frisur. All diese komischen Duplis, genau. Capro Lines im Mittelfeld? Mein Gott, schon Mittelfeld. Zeigt sein Gleichgewichtsgefühl gerne beim Balancieren über Drahtzäune. Ah ja. In der Verteidigung haben wir Fred Wheeler, passionierter Radler, der irgendwann sogar mal an Rennen teilnehmen will. Sirius Buff. Das sieht wild aus. Bekannte für neue Fernsehserien als erster komplett gesehen zu haben. Ein richtiger Binge-Watcher. Steve Johansson, ehemaliger Spieler Reimers, fürchtet sich vor Autoritätspersonen. Abwehr plus Technik plus, interessant, hat mehr Fähigkeiten als Techniken. Beat Dexter, fantastischer Beat-Boxer, aber leider zu schüchtern, ohne mit aufzutreten. Beißt sich ein bisschen das Ganze. Da in der Karottenkopf. Passender Vorname mit Ginger. Ginger Carrots. Er liebt Möhren so sehr, dass er ohne ihren Saft verdursten würde. Sieht der schleimig aus. Direkt unsympathisch. So, wer ist er? Ambrose Erickson hat all seine Freunde verkuppelt, findet aber selbst keine Freundin. Ein Ember heißt ja auch irgendwas. Auf Deutsch, Englisch, I don't know. Ian Spike. Kennt sich hervorragend mit Mädchen aus. Kennt alle beim Namen. Wick Bowler, begeisterter Cricket-Spieler, der den Sport in Japan bekannter machen will. Ah ja. Und eine sehr geile Frisur. Francis Shu, betreibt den Sport des Savate-Boxens, wie einst sein französischer Opa. Wir haben alle ganz komische Sports.
denen sie nachgehen. Und Sabody, Mangy Sabody, in der Schule einen Stören führt, wird aber nie seiner Mutter widersprechen. Sabboy, Mandy Sabboy. Mandy der Junge. Aber krasses Augen-Make-up. Nicht schlecht. Besser als die meisten Drag Queens. Kein Trainer ist drin. Dann legen wir los. Nicht lang schnacken, ab aufs Feld. Aufs wunderschöne Grün der Raimon. Quasi wieder ein Heimspiel. Und wir legen los. Ja, diesmal aber mal ein bisschen weiter hinten. Dann sehen wir zum Beispiel auch mal Soa in Action. Oder auch nicht. Denn der Ball muss ja ins EQG. So. Extra Fusion. Mal gucken, wie der Torwart darauf reagiert. Hat es noch geschafft, super. Fortissimo. Legen wir noch ein bisschen was hinten drauf. Musikalisch fallen. Eindeutig zu schwach. Bam. 1 zu 0. Läuft. Ein guter Start. Nein. Den nächsten Ball halte ich aber. Wart's nur ab. Grande. So schießt man Tore. Den echten Karottenkopf. Unfassbar. Los, noch einer. Einer geht noch. So, Brandfellbohrer. Einfach komplett die TP zerstören. Einfach weil ich es kann. Und zu guter Letzt noch übertreiben wir es. Dimensionstor. Der locker nicht geblockt wird. Und sogar locker reingeht. Ah ja. Ich bin ein bisschen out of camera. Nein, den nächsten halte ich aber. Hahaha. Habt ihr das gesehen? Der absolute Knaller. Ja. Schon ist der Nag fast unbrauchbar. Rechts. Wurde ein paar Mal umrempeln und so geht noch, wenn er es schaffen würde. Wieder das. Den linken blocken, beim rechten beißt sich ein bisschen, aber man kommt schon vorbei. In der 14-Geld-Zeit ist alles easy. Die Maut quasi. So, links. So. Und ein weiteres Mal Fortissimo. Müsste locker reichen. Jawohl. Bam. 3 zu 0. Tor, das war super. Weiter geht's. Den nächsten halte ich aber. Wart's nur ab. Grande. So schießt man Tore. So und nicht anders. Kampfgeist. So, jetzt holen wir dafür mal Maestro raus. Habe ich mal komplett anderes. Dann Pegasus. Interessant. So, das wird nicht so viel bringen, Sanak. Also zur Seite. Auch schon lange nicht mehr gesehen. So. Bringt auch nichts. Einfach ein Geisterangriff. Mal gucken, wer stärker ist. Pegasus oder Maestro? Ich denke eher Maestro. Nee. Da brachte nichts. So, jetzt bin ich gleich nervös. Aber bei.
Noch zwei, dreimal angreifen. Oh, geblockt. Einfach so genommen. Inklusive Ehre. Sehr schön. Orkantunnel. Auch schon lange nicht mehr gesehen. So, Fee. Mut zur Lücke. Beide ausdancen. I wanna dance, 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 dance. Boom, shakalaka. So, und ein. Ach, Mondtandem. Eskalieren wir wieder mal. Eskalation. Kritisch. Also maximal 130 bei ihm. Alles rüber geht easy rein. So, 4:0, by the way. Nein. Der nächste Ball halte ich aber. Wart's nur ab. Ja, so wird das gemacht. Das habe ich schon so oft gehört. Der nächste geht rein. Ich glaube, der geht eher nicht rein. Aber okay. Denn er meint. Nur noch 30 KGP. Der ist eh bald down. Dann gebe ich ihm den Rest. Dann ist er noch voller Saft. Boom. Tot. Na, wer ist noch da? A Victorious. Mit einem Feuertornado Doppel-D. Oder DD eher. Doppel-D ist auch immer so zweideutig. Aber das war eindeutig, denn das war das 5:0. Quasi wieder erreicht, das ist fast schon zu einfach. Easy peasy. Oh, er schützt schon. Der Graukopf. Oder der Hammerhead. Ist der Graukopf. Nee, kein Hammerkopf, ein Nagelkopf war der andere. Den Nagel als Kopf hat. Auch ganz wild. So, bis der kommt, machen wir Hyper Harmony. Wunderschön. Und stark genug für das 6:0. Weltklasse. Nein, den nächsten halte ich aber. Ah. Immer noch erste Halbzeit, 6:0. Läuft bei ihm. Boom. Mutiger Schuss nach vorne. Rückstarter. Passt zu ihm. Als Radfahrer. Bei der Tour de France will er durchstarten. Na, wer will? Links. Ah. Defensivstreich. Auch so ein Pilot-Ding. Aber bei? Nee. Und cool. Egal. Trotzdem 6:0 bisher. Das können wir sicher noch umreißen. Dranbleiben. Ja,
Wir kreisen das sicher noch um. Ich weiß ja nicht wie, aber irgendwie machen die schon. Boah, wechsel dir noch aus, der schwitzt alles voll. Dieser andere ist so weiter. Dum, 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 dum. So. Da holen wir nach das 7:0. Wollte noch davor machen, aber zu spät. Aber es kommt noch. Auch super Verteidiger. Kraftschild. Egal. Bam. Einfach mal den Naruto run. Ne, der ist mit Arme nach hinten. Den nächsten halte ich aber. Aha, Ryoma Nishiki, hier mal stets zu Diensten. Er wagt es. Er traut sich. It's the final Flugfisch. Boah, den gab es ja 1000 Jahre nicht mehr. Ach ja. Block. Krass überbelichtet, by the way. So stark. So mal Technik einsetzen. So Akrobatenzuster. Man sieht die Verteidiger so selten irgendwie. Aber läuft bei so. Kappa Dragon. Kappa Dragon, Kappa Dragon, Kappa Dragon. Das sind kleine, aber auch hoch. Und was sie so erleben, das macht uns alle froh. Da gab es mal bei. Boah, wo war das? Bestimmt Super RTL. Eine Serie, die hieß Pocket Dragons. So winzig kleine Drachen. Ganz wild. Das habe ich auch so gern geguckt. Ich habe früher jeden Blödsinn geguckt. Alles, was animiert war. Und später weniger Cartoons, mehr Anime und jetzt fast nur noch Anime. So, der ist auch dran. Tor geschafft! 10:0, kann das sein? Ne, wir sind erst bei 8, okay. Aber ich denke mal, 10:0 kommt auch noch. Nein, nächsten halte ich aber. Grande, so schießt man Dore. Ich habe bald eine Frisur wie. Geist der komplett den Freunden verloren. Wie er. Von der Länge her. Ricky, Ricardo de Rigo. Boah. Einfach mal alle Namen vergessen. So. Nebenschleier. Auch was Schönes. War auch da unten Goldie. Die hat nie was zu tun. Noch weniger als vor. Komm. Du kriegst mal den Ball. Wirbel. Ab zu Goldie. So, Goldie in Action. Sie sieht man am allerwenigsten. Obwohl sie sogar einen Fernschuss hat. Den Eierkuchenknaller. Der Best Shot Ever. Den wir noch ein bisschen verstärken. Mit Schattenakrobat. Und
Nix, okay. Aber recht trotzdem. Bam! Nein, welches Haltekörper war Snob? Ha, fast schon zu einfach. Müsste eigentlich bei der Bane nicht Gold das Tor gemacht haben? Sie hat ja geschossen. Das war nur eine Verstärkung vom Schuss. Na egal. Nee, Rüstung machen wir jetzt nicht mehr. Weil schon beim. Was das letzte Match? Das letzte Match war's. Da habe ich auch gleich eine Rüstung gemacht oder ein bisschen später. Also ich mag so, erst wenn der Gegner einen Kampfgeist ruft, ruf ich einen Kampfgeist und erst wenn der Gegner eine Rüstung macht, mache ich eine Rüstung. Oder Miximax. Damit die Rüstung ist man viel schneller am Ball. Das ist einfach ein ungünstiger Vorteil, den ich eh nicht brauche. Weil läuft. Ich meine, jetzt kommt das 10 zu 0. Hoffentlich. Jupp. Und ist es. Hoffentlich. Saftiger Shot. Ah. Leicht schwach. Aber geht gerade noch so rein. Wow. Zu 0. Nein, den nächsten halte ich aber. So wird das gemacht. So, nach 2 Minuten Zeit. 10 Minuten Zeit für 2 Tore. Oder ein Tor, je nachdem. Eins geht sicher noch rein. Ganz knapp. So, noch ein Schuss. Na, 77. Bisschen leicht schwach. Mal gucken, ob es da nag. Ah. Mal wieder defensiv streichen. Oder Ricky, irgendjemand, das besser kann. Zur Seite mit dir. Ah, oh, diese ganzen Billo-Schüsse. Hm. Weiß nicht, ob das noch was wird, aber das wird was. Sternsurfer wird was. Easy wird das was. Bam! 11 zu 0. Eineinhalb Minuten für ein Tor. Das wäre sportlich. Nein, nichts halte ich aber. Ha! Wir spielen in einer ganz anderen Liga. Jutu, Einall, Höhen. Überall. Galos. Das gibt's auch alles. I don't know. Ah ja, und der haben noch einen Torwart. Was auch nicht mehr so viel bringt in der letzten Minute. Aber mal gucken. Schaffe das zeitlich noch? Easy. Easy going. So. Sternsurfer. Flieg und Sieg. Hat sogar Sailor Moon Sternenstab dabei. Jawohl. Bam. Das Dutzend ist voll. 12 zu 0. Weltklasse. Sehr schön. Nein. Der nächste Ball halte ich aber. Wart's nur ab. Wir spielen in einer ganz anderen Liga. So. Und? Schlusspfiff. Da sind wir wieder.
gewonnen. Easy. Genießen Sie doch. Noch ein Witz möchte ich mich nicht geben. Gut gemacht. Wir haben tatsächlich gewonnen. Aber dir wird es noch einen Sieg geben. Das ist dann der letzte. Oh, schwache Ausbeute. Nur das Wappen von Team Delta. Und Level Up bei Sanak. Gabi, Ricardo, Victor, Chapel und Lucien. Da scheint er bald schon nach dem Team Level 83. Kann das sein? Jawohl. Geil. Immer noch Freistoßmeister. Läuft richtig. So. Also guck mal ganz kurz, wer der nächste Gegner ist. Und zwar haben wir da als letztes U. Der hat noch schon einige Male. Ah, ich sehe ein Muster. Also gibt einen Sinn. Protokoll Omega 2.0 hat da ein Y da hinten. Dann, ach. Protokoll Omega hat ein X. Also X, Y und Z wird. So, ich predikte es. Protokoll Omega 3.0. 500 IQ. Zeitagenten in der Hitze des Gefechts. Brücke von Orléans. Sehr geiler Austragungsort, da freue ich mich schon drauf. Und mit Team Level 29 die stärkste Mannschaft in dieser Tour, glaube ich. Oder hat mir jemand über 30? Ich glaube eher nicht. Denkt man, da war es auch nicht so krass. Ne. Wieder so quasi der Endboss der Amateure. Da bin ich mal gespannt. Aber das gibt es erst beim nächsten Mal. Also gut, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, immer schön am kleinen, runden Ball bleiben. Bis dann. Ciao.